Das war ein Versuch. Und durch die intensive Arbeit werden Sie heute Mittag das Ergebnis hören. Wir teilen heute auf. Wir singen dreimal. Gruppe 1, was wir jetzt machen, sind mehr für die Heimatlieder. Das ist jetzt als nächstes ein Mädchen vom Lande. Dann das Schifferlied und zum Schluss die Rose. Dann im zweiten Teil, wenn wir das zweite Mal singen, gehen wir so mehr in die beschwimmte Sache rein, mit Sonntagmorgen in den Bergen oder griechischer Wein. Und beim dritten Teil, dann kommen wir dann Richtung dem Thema, was wir haben, Advent, vorweihnachtlich. Da werden Sie ein paar neue Sachen hören. Wir werden auch miteinander zwei, drei Sachen miteinander singen, einstimmig. Da können Sie mitmachen, das ist eine Sache, wo Sie alles können. Und wenn Sie das dann hinter sich haben in dem Single, dann dürfen Sie als zu uns in die Probe kommen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Und schon sind wir beim letzten Lied in der Gruppe 1. Und zwar das Lied heißt Die Rose. Da haben wir den ersten Block hinter uns. Viel Vergnügen.
Sonntagmorgen in den Bergen,
mit dem Titel Coramus Coramus. Und wenn wir das gesungen haben, dann kommt die Frau Matt, die hat dann einen Vortrag. Das Titel, das ich gerne habe, so Lieder, wo wirklich viel über Kinder geht. Der Titel heißt Still, 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 weil's Kindlein schlafen will. Viel Vergnügen. Yeah.
verabschieden mit unserem letzten Lied. Und es ist ein weihnachtliches Wiegenlied. Bei mir zählt es eins zu den Lieblingsliedern, wo es gibt, wo man so richtig hinschwellen kann. Es stammt aus Polen und nennt sich Leise Gottes Sohn. Und mit diesem Lied wollen wir uns von Ihnen verabschieden, schöne Adventszeit wünschen, schönes Weihnachtsfest, guter Rutsch, vor allen Dingen aber viel Gesundheit. Und wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie sehen, meine Mädels und meine Jungs, dann wäre es schön, wenn wir Sie bei irgendeiner Veranstaltung wieder sehen würden. Wir machen das sehr gern. Es war toll, heute Nachmittag hier zu sein. Vielen Dank.